Driving Diversity, also sinngemäß übersetzt die antreibende Vielfalt, das war das Motto des Galaabends der Marken des VW-Konzerns vor der IAA in Frankfurt. 2352 geladene Gäste sind aus 43 Ländern angereist, um zu sehen, was denn die Highlights der Konzernmarken sind. Und die einzelnen Marken haben sich wirklich einiges einfallen lassen. Den Auftakt machte ein kleines Auto, das für Volkswagen eine große Bedeutung hat. Der Up soll das schaffen, was vor mehr als 50 Jahren der Käfer erreicht hat, Massen zu bewegen. Das Rezept dazu heißt geringe Außenmaße, trotzdem viel Platz im Innenraum. Bezahlbarer Preis, trotzdem hochwertige Technik an Bord und dazu noch sparsam und umweltschonend. Bentley hat nach 5 Jahren Bauzeit den GTC grundlegend erneuert. Alle Fans der Cabrio-Ikone werden es mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass das Design des Vorgängers nur geringfügig überarbeitet wurde. Auch die zweite Generation ist zeitlos elegant. Bugatti hat sich beim Veyron Grand Sport Le Blanc etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Erstmals wurde in einem Auto Porzellan verbaut. Bei diesem Projekt hat sich Bugatti auch bei den edelsten und besten Schützenhilfe geholt. Die königliche Porzellanmanufaktur Berlin hat tatkräftig mitgeholfen, diesen Supersportwagen zu etwas ganz Besonderem zu veredeln. Mit der seriennahen Studie Mission L gab Skoda einen ersten Vorgeschmack auf eine neue kompakte Limousine. Die dann 6. Modellreihe ist der Startschuss für eine Modelloffensive der Tschechen. In den kommenden Jahren soll im Schnitt alle 6 Monate ein neues Modell präsentiert werden. So sollen die Verkaufszahlen bis zum Jahr 2018 mindestens verdoppelt werden. Audi hat auf der diesjährigen IAA einen ganz großen Auftritt. Die Marke mit den 4 Ringen überrascht mit Studien wie dem A2 Concept, der einen ersten Ausblick auf einen kommenden, rein elektrisch angetriebenen A2 gibt, der 2016 zu den Händlern kommen soll. Aber auch der RS5 ist ein Hingucker der Ingolstädter. Lamborghini hat für 150 Fans eine ganz besondere Überraschung parat. Die Rennversion des Gallardo bekommt eine Straßenzulassung. Wie im Rennauto brüllt im Heck der 570 PS starke V10. Auch das Getriebe der Rennversion gibt Lamborghini dem Rennwagen für die Straße mit auf den Weg. Von außen ist die auf 150 Stück limitierte Serie am aufgesetzten Heckflügel und der perforierten Motorraumabdeckung, die durch Schnellverschlüsse gehalten wird, zu erkennen. Aber auch VW und Audi sind im Motorsport feste Größen. Die Wolfsburger steigen neu in die Rallye-Weltmeisterschaft ein. Audi ist seit vielen Jahren mit der erfolgreichsten europäischen Tourenwagenserie der DTM fest verbunden. Die Truppe um Sportchef Wolfgang Ulrich wird alles daran setzen, dass Mercedes und Neuansteiger BMW vom DTM A5 möglichst oft die Rückleuchten zu sehen bekommen. Seat hat die Studie IBL auf die Räder gestellt. Dieses Concept Car zeigt, wie eine Sportlimousine der Spanier aussehen könnte. Ein Auto, das von kraftvollen Proportionen bestimmt ist. Ein Blick auf die Front lohnt doppelt. Hier finden sich erste Anzeichen des kommenden Leon wieder. Der Nachfolger eines Porsche 911 hat es immer besonders schwer. Die traditionsbewusste Porsche-Gemeinde beäugt den neuen immer besonders skeptisch. Doch der neue 911 ist ein Porsche, wie man ihn sich wünscht. Dezente Überarbeitung des Designs, mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Wir haben klar definiert 4 Ziele, wovon eins natürlich das Volumenziel ist, mehr als 10 Millionen Fahrzeuge. Das zweite harte Ziel ist natürlich, wir wollen mehr als 8% operatives Ergebnis machen. Aber jetzt kommen 2 wichtige Softziele. Wir wollen die zufriedensten Kunden bis dahin haben, was ein hartes Ziel ist. Und wir wollen die zufriedensten Mitarbeiter haben, die motiviertesten Mitarbeiter. Nur dann kann man gute Autos machen. Und ich glaube, diese Zielsetzungen werden wir erreichen, da bin ich ziemlich sicher. Der Galaabend der VW-Marken war ein standesgemäßer Auftakt der diesjährigen IAA. Das Motto der Messe Zukunft serienmäßig haben an diesem Abend die einzelnen Modelle der Marken unter dem VW-Dach bereits eindrucksvoll gezeigt.